Alter, sind die Kunden. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Ich gehe davon aus, dass du mich. Hey, komm, rushen wir jetzt mal, hm? Nein, warte. Schau. Was soll denn das? Ja, pass auf, neben dir! Welche Aktivitäten? Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Carrera ist da. Nein! Das war am Arsch. Ja! Nein, hilf dem Teammate! Geh runter und hilf dem Teammate da! Geh runter! Hilf dem Teammate! Der da verblutet. Digga! Den Raum sichern und den Biobehälter schicken. Ich lauf ja schon. Den direktesten Weg, ja? Ja, ja. Geht einfach mit den Dropper. Ich bin echt einer. Ey, er bedankt sich bei dir, Alter. Jo. Ich bin grad zu. Rushen, Digga, ne? Mit der Motivation, die er jetzt hat, gewinnt ihr das. Langsam weiter. Feindliche Aktivitäten. Na komm, da. Digga, er ist richtig motiviert, er hat eingekillt. Ja, Alter, er macht die ganzen Kills, Ja! Oh, ich dachte schon, das könnte ich jetzt feiern. Oh mein Gott, Alter, wie er die gerusht hat. Oh, Nico! Ich hab voll die Idee für Rainbow. Wenn man so seine Operator, seine Lieblingsoperator scalen könnte, weißt du? Dann sind die schneller und so oder bessere Nein, Waffe. Nein, aber so mit so mehr. Nee, ich würde nicht mal das sagen, sondern ich würde so mehr. So ganz geringe Boost nur. Ja, genau, genau. Wo du da halt viel machen musst. Auf Waffen genau. Oder neue Aufsätze, die irgendwann brechen. Genau, wo du richtig und viel machen musst für nur einen kleinen Boost. Sowas. Das, damit du deinen Lieblingsoperator boostest, weißt du? Hier, mach mal das zu, der Arthur. Mach das zu, das ganz wichtig. Ich mach den Dropper jetzt so. Oh. Mach mal den Dropper. 10 Sekunden. Arthur. Heil mich mal, Arthur. Wo bist du? Es bleiben 5 Sekunden. Hinter dir. Danke. Danke. Stacheldraht eingesetzt. Beschützt den Biogefahrgutbehälter. Mach mal das zu, Leute. Warum macht das keiner zu jetzt? Okay, wir werden sterben, wenn ihr das nicht zu machen. Ja, man muss nicht mehr sehen. Oh, oh. Junge. Ich töte dich jetzt, Sacker, weil du es nicht du machst. Hab zugemacht. Zwei Wände zugemacht und behindert das scheiß Kind. Hab zugemacht. So gerne ist zu. Komm von hier. Vom Feind kontrollierte Zone betreten. Sofort verlassen. Dein Standort ist. Es geiert ihn, du scheiß Pisser, Alter. Ach komm, Saka. Ich liebe dich doch. Ah, da oben. Dankeschön. Von der Seite, wo ich gestorben bin. Saka, geh mal. Nein, die sind da nicht. Saka. Alter, ich nenne mir einmal Saka nicht. Geh mal zurück. Aus. Geh mal. Wie ist das aufgegangen? Links. Und da? Nein, nicht da. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Läuft. Gib dir mal eine Spritze. Der ist da, wo er markiert. Er hat gerade mit Herz. Zu 100% ist er da. Jetzt da. Hä? Ach so, okay. Ein Gegner verbleibt. Leute, es gibt noch einen. Ich suche einen. Ja. Er geht einfach so runter. Ich bin das voll süß. Lauf mal Richtung Behälter, der hat noch 15 Sekunden, Arthur. Behälter. Behälter. Die Gegner sichern den Biogefahr. Behälter, er ist im Behälter. Sofort eingreifen. Arthur, greif an. Ja, ja. Wir zwingen den einen. Geht beide rein. Rechts. Ja. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgut. Ja, wir ficken die. Komm, Blitz. Ich hab bei die. Bei 3 für sie. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis Einsatz. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Hat voll Bock, die zu fusen, Alter. Kommt jemand mit? Ja, gerne. Okay, Nico. Ich bin gerade ein bisschen gehypt, muss ich sagen.
Behälter sichern. Sicherung des Behälters einstellen. Da ist einer, pass auf. Ja, sein Schlafen, würde ich sagen. Jo. Jo, du hast mich gefused! Letzter verbleibender Gegner. Ich sehe nur so Dinger rausspringen. Ich denke so, wow, ich renn weg. Auf einmal 60 Schaden, 15 Schaden, bam, tot. Ich hab mit Absicht nach außen gefused. Ich wollte die eigentlich ablenken, aber ich wusste nicht, dass noch einer von euch draußen ist. Hättest ja gesehen, dass ich da oben war. Ich bin dann so runtergekommen. Nee, ich hab's echt nicht gecheckt. Nicht? Ich dachte, alle wären drinnen schon, weil alle so ein Held waren. Schau mal, die Call-Outs, Alter, sind immer die besten. Ich gehe in einer halben Stunde, gehe ich noch nach Hause. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Wie süß. Alter, hast du gerade mein Ding zerstört? Welches? Hast du gerade mein Drohne zerstört? Nee, sonst würdest du ja sehen, dass ich Minuspunkte habe. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Denkst du, der schießt dich jetzt oder was? Nein, ich guck einfach nur so, was du so machst. Was ich so mach? Leute, kommt mal hier unten, macht. Alter, keiner hat irgendwas zum Aussprengen. Die haben nicht mal eine Hibana. Hurensöhne. Wir haben zwar einen Thatcher, aber was bringt uns ein Thatcher, wenn keiner was aufmachen kann? Er kann dann echt krassen Shit kaputt machen. Boah, Drohnenleitungsaktion. Ja, Mann. Kannst mal gucken, ob oben einer ist. Next run. Stell mal vor, wie krass das wäre, wenn ich. Pass auf, da ist ein Frostball, oder? So. Ja, tut mir leid, ich kann ja nichts. Dafür hab ich mir jetzt den Kill geschnappt für die. Ey, revive mich! Hey, revive mich! Leute, revive. Was heißt revive, Alter? Benutzt deinen scheiß Leutekenntnis! Ja, Mann, ich hab den gekillt! Belebt mich wieder, Leute! Hier ist einer! Sicherung des Behälters einstellen! Anstatt die Teammates mich mal wiederbeleben, Alter! I'm running! Geh einfach hoch! Nico, geh einfach hoch! Endlich, einer. Aber Arthur hätte sich auch schon mal vorher bewegen können. Nee, ich war ja in der Twitch-Drohne. Er geht jetzt einfach rein und macht einfach so einen letzten Kill, als wenn es nichts wäre. Guck, pass auf! Easy Kill! Ey, das hast du dir aber gut angewöhnt, das mit dem nach zur Seite lehnen und so. Das machst du, das ist echt. Ja, danke. Gibt's einen Daumen nach oben von mir. Oh, sexy, danke. Lol. Was denn? Die haben einmal. Guck mal die Skins von den ganzen Leuten an. Einsatz in 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Drohne eingesetzt.
Bist du mich verarschen? Wow. Die sind aggressiv, die Leute. Ja, klar. Ich sieht mich. Ja, bist nicht gewinnen. Hm? Zwei und drei mich. Jo. Ich bin aber scheiße langsam. Nur noch einer auf eigenen Trumpf. Fuck. Was sind das für Gegner, Alter? Okay, vier Gegner. Wir haben einen Arzt, wir haben eine Mira und die sind alle dort. Wenn ich hier durchkomme, ist es gefährlich. Wenn ich von der anderen Seite kommen sollte, ist echt gefährlich. Guck mal, da ist eine Mira. Ja. Jetzt muss ich nur noch wissen, ob da was dahinter ist. Fuck this. Weißt du was? Fuck this. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier kommt ihr zum nächsten Video und hier wieder zu meinem Kanal. Ich wollte mich auch noch bei meinen 10 Abonnenten bedanken. 10 Abonnenten, hey, cool, bam. Auf ein neues Video. Bye bye. So, nicht vergessen die Köpfchenfalle.